Hallo zusammen, das ist Joel, ich bin der Gabriele, wir sind die Lernenden von der Stiftung Vivendra und das ist der Vicente, unser Berufsbildner. Und wir zeigen euch heute, wieso die Lehre als VAB bei der Vivendra die beste ist. Kommt doch mit! Bei uns hast du die Wahl, Tagesstätte oder im Wohnbereich zu arbeiten. Jetzt zeigen wir euch den Unterschied. Als erstes zeigen wir dir einen Einblick auf die Wohngruppe. Kommt doch mit! Auf unserer Wohngruppe wohnen Menschen mit Beeinträchtigungen, die wir tagtäglich begleiten und unterstützen. Schwerpunkte auf der Wohngruppe sind Körperpflege, Essen vorbereiten und die Freizeit gestalten. Bei uns auf der Wohngruppe hast du einen sehr persönlichen Bezug zu den Klienten und ihren Angehörigen. Dazu gehören noch Tagesausflüge und Ferien mit den Klienten. So, jetzt hast du die Seite vom Wohnbereich gesehen. Ich zeige dir aber noch die nice Seite von der Tagesstätte. Komm mit! Bei uns in der Tagesstätte können wir Klienten arbeiten. Wir machen Sachen wie Backen, Kochen, Musizieren, Malen und weiteres Kreatives. Weil ein paar Klienten nicht reden können, brauchen wir unterstützte Kommunikation mit Bildern und Gebärden. Benefits der Tagesstätte sind Abwechslung, Action, Kreativität und geregelte Arbeitszeiten. So, jetzt haben wir den Unterschied von Wohngruppe und Tagesstätte gesehen. Wenn es euch gefallen hat, fühlt euch jetzt!